Noch eine Begegnung, nämlich Eching gegen Plattling. Eching, der beste Aufsteiger, Tabellenplatz 6, ungeheuer heimstark. Plattling, Platz 12, das sagt Ihnen auch schon, abstiegsgefährdet wie Türkgücü, wie Vestenbergs Kreuth. Ja, wie läuft dieses Spiel, das sagt Ihnen Axel Müller. Die Gastgeber in Gelb-Schwarz konnten eigentlich beruhigt aufspielen heute Nachmittag. Angesichts des guten Tabellenstandes kann danach hinten nicht mehr viel passieren. Michael Witzel mit einem ersten Kopfball. Er erhielt heute den Vorzug vor Otto Hummel. Trainer Sepp Summerer verfügt über drei starke Angreifer. Dieser hier, Christian Radlmeier, ist der torgefährlichste. Momentan auch der gesamten Liga, 17 Tore bislang. Und dann Wolfgang Donders. Bei Eching wird er nicht lang gefackelt, sondern kräftig draufgehalten. Plattling mit Spielertrainer Hermann Unholzer hat Probleme, besonders im Angriff mit Verletzten. Da liefen ein umgeschulter Mittelfeldspieler und einer auf, der im letzten Jahr noch in der A-Klasse kickte. Nach einer halben Stunde dann diese Szene. Stefan Reich, Manfred Geilinger im Zweikampf mit Markus Wolf und Schiedsrichter Treitinger aus Alt-Iglofsheim gab für dieses Unterlaufen des Plattlingers Elfmeter. Ob selbst Summerer an die Torjägerliste dachte, jedenfalls trat Christian Radlmeier an und fand in Manfred Eder seinen Meister. Manfred Reich, der Libero, ging häufig mit nach vorne. Wolfgang Donders. Ja, und da verpasste Sammer nur ganz knapp. Wieder eine Chance dahin und die Gastgeber verkrampften allmählich. Uwe Sammer, der erste Ballverlust. Dann Peter Portner, der zweite. Und Josef Xödel war es recht. Immer noch Xödel, 41. Minute, 0:1. Der überraschende Führungstreffer. Der Plattlinger Anhang feierte. Im Abstiegskampf kann man solche Fehler des Gegners natürlich besonders gut gebrauchen. Hier noch einmal der Führungstreffer der Gäste durch Josef Xödel. Weiter tat sich nichts mehr bis zur Halbzeit. Die Terrasse saß einigermaßen fassungslos. Und in der zweiten Halbzeit zunächst wieder das gleiche Bild. Die Echinger mit Christian Radlmeier. Die Niederbayern hielten sich weiter zurück. Man wartete ab, was denn da vom Gegner kommen würde. Hier einer der wenigen Angriffe über Richard Meierhofer. Wird gefault von Landnamer. Im Übrigen 700 Zuschauer heute Nachmittag, dann Freistoß, Treffer. Ja, mehr war da nicht vor Alterstor. Sepp Summerers Mannen kontrollierten das Spiel im Mittelfeld, brachten aber in Tornähe wenig Gefährliches zustande. Radlmeier, Hummel mittlerweile im Spiel. Donders und einmal mehr Manfred Eder, ein sicherer Rückhalt. Und so verstrichen auch die Minuten der zweiten Halbzeit. Radlmeier, Donders verstolpert, Plattling kontert. Wieder über den schnellen Xödel. Und wie beim 1:0 schließt er auch diesmal erfolgreich ab. Das 2:0, 5 Minuten vor dem Abpfiff. Xödels zweiter Treffer. Und das Tor hört das Blick zurück im Zorn. Auch beim 2:0 nützte der Schütze die lange Ecke voll aus. Es blieb beim überraschenden Auswärtssieg der Spielvereinigung Plattling in Eching.